schön hier. Ja, wir sind am Red Bullring. Höllenlärm. Straßenwagengruppe gerade. Wie ihr seht, strahlender Sonnenschein am Red Bullring. Letzter Trackday des Jahres. Wie immer eigentlich die letzten Jahre, schnelle Schwaben, 4. Oktober, Red Bullring ist fest im Kalender verankert. Wir machen wieder die Technik und haben den 91 Cup vom Tim dabei, unser 917 GT3. Dann haben wir noch einen Kunden dabei mit dem 91 GT3 RS. Dann haben wir noch dabei unseren Breitbau 1er. Ihr kennt ihn, den lilanen, der jetzt schwarz ist. Dann haben wir noch dabei, was haben wir noch dabei? Noch eine M2 Competition. Ihr kennt den aus dem Video 2 M2 Competition mit unterschiedlichen Umbauten und so weiter. Den 130i, der normalerweise viel an der Nordschleife unterwegs ist. Und das war's eigentlich. Soweit. Noch ein Lotus-Kunde ist da und da war noch einer mit einem anderen M2, aber der ist schon weg. So, ja, Kaiserwetter hier. Traumhaft. Die Track der Saison war ja ein bisschen anstrengend dieses Jahr, weil ja dank Corona das erste halbe Jahr nichts lief. Jetzt hat sich das zum Jahresende alles hin ein bisschen gestaut, ein bisschen zusammengeschoben, aber nichtsdestotrotz schöne Zeit. Da ist wieder alles dabei hier. Hier. Den kennt ihr noch, der war mal lila. Schönes Autowagen. Ich habe nicht deine Mütze an, ich darf gar nicht in diesem Video filmen. Du hast ja auch nicht erschrecken, Jungs. Aber da war ein Fleck drauf. Du hast ja auch eine Schwimmkette. Ja, natürlich, mit dem wunderschönen Diesel, der da hinten steht. Tja, man kann nicht immer alles haben. Geiler Tag. Ja, wir hatten Glück im Wetter und überhaupt. Hattest du viel Arbeit? Ich hatte 4 Stunden im Kfz verbracht. Hierher fahren, aber wie viel Arbeit hattest du hier? 4 Stunden. Achso, okay. 4 Stunden. Nee, Spaß gehabt. Nee, war gut. Schöner Tag, wie immer. Red Bullring ist eh mein kleiner Favorite, weil wir werden ja älter, also ich werde älter, du vielleicht nicht. Geile Anlage, geiles Restaurant, alles ein bisschen schön. Schöner Ausblick, ja. Ja, frische Luft. Ja, ich mag den Red Bullring auch sehr. Geile Strecke. Ich liebe den Saisonabschluss. Hab wieder festgestellt, wie geil 996 Cup ist. Ja. Ich habe festgestellt, wie geil 991 Cup ist. Mit dem bin ich nämlich heute Vormittag gefahren. Mit so komplett abgerockten alten Reifen, die der Tim dann noch völlig zerstört hat, weil er probiert hat, wie es ist, ohne ABS zu fahren. Wie heißt es im Neudeutschen? Kanal abonnieren überhaupt und liken und Scheiß. Und wenn irgendeiner von euch weiß, wie man einen 997 Cup auf ein Handschaltgetriebe umbaut und welche Teilnummern wir brauchen, einfach in die Kommentare schreiben. Oder Luke seinen Kanal abonnieren und dem das direkt schreiben. Total geil. Ja. Ist auf deinem Kanal eigentlich überhaupt noch was los oder geht das alles bei Schrimtrick? Das landet alles bei Schrimtick. Oh. Genau. Nee, 3 Wochen. Wie lange haben wir denn noch? 2 Wochen? 3 Wochen. 3 Wochen noch, dann ist wieder genau. Nürnberg-Schleifen. Wir waren ja diese Woche am Dienstag, Mittwoch, ja. Ja. Nürnberg-Schleifenring und dann kurz zu Hause und jetzt Red Bullring. Richtig. Halleluja. Morgen bin ich am Salzburgring, aber das ist eine andere Fahrt. Andere Baustelle. Genau. Ja, morgen mache ich gar nichts. Ah doch, morgen ist Montag, ich bin arbeiten. Ja gut, in 3 Wochen VLN ist eigentlich alles normal. 4 Stunden Rennen, das ist der nächste Lauf. Die Challenge wird nur sein, wie wird's Wetter werden? Wie immer. Jetzt sind wir doch ja, so am Jahresende. Ich denke mal, dass wir in der Früh nicht fahren wegen Nebel. Bis um 10 oder so. Genau, wie so Mittwoch. Und dann haben wir um 10 Uhr gemütliches Qualifying-Zeittraining und starten irgendwie um 1. Das ist mein Tipp, jetzt zu starten um 1 oder um 2 ins Rennen. Wegen mir. Dann fahren wir in die Dunkelheit. Dann fahren wir ein bisschen in Dämmerung rein, ist gerade schön. Und dann hoffentlich kommen wir wieder gut an.
Weil es ist erstaunlich, in unserer Klasse ist ja relativ viel los. Und Erik hat festgestellt, wir sind auf Platz 15 gerade und wir haben schon einen Streicher. Ihr müsst eh das ganze Jahr weiterfahren. Wir müssen weiterfahren, es hilft nichts. Wir wollten eigentlich nicht weiterfahren, aber wir müssen weiterfahren. Genau. Und für euch, die ihr keine VLN-Fahrt oder keine NLS, bitte. NLS es oder ist VLN.de, aber es ist NLS. Damit es, weißt du, zu confuse the Russians haben sie die Namen geändert, um es einfacher zu machen. Sage seine Blick kein Mensch mehr. Egal, weitermachen. Dann fahrt doch einfach mit eurem Straßenwagen, Porsche, BMW, ein paar Trackdays. Am besten bei den schnellen Schwaben. Nicht bei Nimex, bei den schnellen Schwaben. Nächstes Jahr wird definitiv wieder Hockenheim und Red Bull Ring im Programm sein, wie jedes Jahr, und natürlich die Nordschleife. Wenn ihr da langsam herangeführt werden wollt an das Ganze, könnt ihr den Loop als Instruktor buchen, und wenn euer Auto technische Gebrechen habt, könnt ihr zu uns kommen. Wir sind eigentlich auch fast immer da. Trackday fahren ist saugut. Also schaut euch jetzt auch Tom Schütze und wie sie alle heißen, die jetzt halt eigentlich ganz lustige YouTube-Filmchen machen zum Thema Touristenfahren an. Ich habe 5 Jahreskarten im Rücken. Ich sag nicht, dass es schlecht ist. Nein, du musst es anders sagen. Als wir das noch gemacht haben, war Touristenfahrten noch okay. Richtig. Und mittlerweile, tut mir leid, wenn wir es sagen, aber es ist eine Katastrophe. Nee, wir sind verwöhnt und wir können halt, weil wir leider nebenbei noch normale Brötchen verdienen müssen, nicht am Dienstag, Mittwoch und Donnerstagabend dort vor Ort sein, um zu hoffen, dass in den 2 Stunden nichts los ist. Richtig. So. Früher war es so, da bist du am Sonntagnachmittag von, ich sag mal, 16 bis 19 Uhr konntest du bolzen, alleine fahren, weil genau, alle schon abgereist waren. Und es ist halt leider die letzten 5-6 Jahre immer schlimmer geworden. Genau, also ich würde mir weiter eine Jahreskarte kaufen, muss jeder für sich entscheiden. Ich muss gestehen, seit 3 oder 4 Jahren habe ich keine Jahreskarte. Ja, ich auch, seit 3 Jahren. Was ich mache, das ist jetzt wieder Trick 17 für die Jungs unter euch, die vielleicht sagen, ich fahre trotzdem 40, 50, 60 Runden im Jahr. Ja, so what, dann kaufst du so ein 500-Euro-Ticket, das hebt halt dann mal 2 Monate oder es hebt 3 Monate. Und oder bei mir 3 Jahre. Ich hatte 25 Runden gekauft und habe nach 3 Jahren die letzten 2 Runden einem von unseren Rennmechanikern geschenkt, dass er auch mal fahren kann. Genau. So ist es halt. Ne? Und immer bei der Trackday-Wahl aufpassen, welcher Veranstalter. Es ist jetzt egal, ob die schnelle Schwaben oder nicht, sondern es geht um, achtet drauf, es gibt ja auch Veranstalter, die mal 300 Autos auf die Nordschleife drauf lassen. Bei der Nordschleife, ja. Wo du dann doch lieber am Sonntagnachmittag im Terroristenverkehr unterwegs bist, weil da nur 220 Autos waren. Richtig. Es gibt Trackday-Anbieter, die ziehen bei 100, 120 Autos auf der Nordschleife den Stift. Oder den Stecker. Manteil mit 60 Autos, kann man auch machen, wenn man Porsche hat. Dann macht es richtig Bock. Genau. So, also, letzter Trackday des Jahres, wir sind durch und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dieses Jahr war wenig los, aber wie der Luke schon sagte, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns. Liken und kombinieren und wir bauen auch hier dieses Fahrzeug auf Brandschaltung über den Winter. Das ist einfach so mein persönlicher Wunsch, weil was vielleicht viele von euch wissen. Ja, aber er hat 3 Pedale. Er hat 3 Pedale, richtig? Das heißt, die Basis ist guckst schon du? Gegeben. Kupplung, und es ist sogar vom Serien 991, wahrscheinlich vom Carrera S oder so, das Kupplungspedal. Genau, und was viele auch vielleicht nicht wissen oder nicht, 991.1 Cup kann man kaufen, weil da ist noch der Glorious 3.8er Metzger drin. Ne? Erst mit Punkt 2 haben sie den Direkteinspritzer eingebaut. Ja, aber der hat halt 20 PS mehr und mehr Drehmoment. Das ist wie bei vielen anderen, wenn im Motorsport der Motor noch nicht verwendet wird, weißt du, welcher Motor eigentlich besser ist, der alte oder der neue? Genau. Genau. So, in diesem Sinne, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.